Jedes Jahr findet in der kleinen Stadt Mount Rose in Minnesota ein ganz besonderer Wettbewerb statt. Ich weiß, was einige dieser großstädtischen BH-losen Emanzen sagen, dass eine Schönheitskonkurrenz altmodisch und erniedrigend für die Mädchen ist. Aber ihr Jungs werdet merken, dass es hier in Mount Rose etwas anders läuft. Aber für zwei ehrgeizige Models. Ich glaube, dieser Schönheitswettbewerb kann einem zeigen, was im Leben wirklich zählt. Ich träume davon, Mount Rose zu verlassen. Ich meine, Männer verlassen andauernd Mount Rose, weil sie Hockeystipendien kriegen oder in den Knast wandern. Und zwei eifersüchtige Mütter. Meine Tochter ist die begabteste Teilnehmerin, die Mount Rose je erlebt hat. Geht es nicht nur um die Schönheit. Los, Maskis, wee! Ich würde 10-1 wetten, dass die Entscheidung zwischen Becky Lehman und Amber Atkins fällt. Es geht um Charakter. Wenn Sie irgendein Baum im Wald sein könnten, was für ein Baum wären Sie dann? Grün? Es geht um Tradition. Schieb deinen Arsch darauf und zeig mir deine Zähne. Es geht um den Sieg und um den Preis, den man dafür zahlen muss. Sind wir im Fernsehen, Harry? Sind wir im Fernsehen? Ich glaube, das ist was Geschäftliches. Echt? Wir sind im Fernsehen. Oh mein Gott, mein Stepptanzkostüm ist weg. Gib's mir zurück, du steckste Kuh. Von New Line Cinema. Was für ein Idiot streicht unmittelbar vor dem Auftritt die Leitern an. Kirstie Alley, Alan Barkin, Kirsten Dunst und Denise Richards. Hast du die da drüben gesehen? Die hat sich bestimmt die Titten vergrößern lassen. Die ist zu jung für eine Tittenvergrößerung. Ach, das machen die schon bei der Geburt. Was glaubst du denn? Unser Wettbewerb ist keine Piepshow. Ja, du bist die größte Leslie! Gnadenlos schön. Zieht den Bauch ein, so wahr mir Gott helfe. Ich schieb euch meinen Fuß so weit.